Also, die ersten Entscheidungen sind gefällt, die Rundenehrheiten in Dresden sind geklärt. Jetzt gilt es aber dafür zu sorgen, dass es am Ende auch wirklich gelingt, einen bürgerlichen Kandidaten, einen bürgerlichen OB an die Spitze Dresdens zu bringen. Deshalb haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Wie gesagt, ich habe Herrn Hilbert eingeladen. Wir werden uns morgen treffen, wir werden Inhalte miteinander diskutieren, um am Ende Klarheit zu bekommen, wie wir in den Wahlkampf in die zweite Runde ziehen. Wir werden dann mit den Gremien miteinander besprechen, Inhalte abstimmen. Insofern gilt es jetzt weiter, die Ärmel hochzukrempeln. Es ist noch nicht getan, aber die Positionen, denke ich, der Wählerinnen und Wähler und ich denke auch der Auftrag der Wählerinnen und Wähler, klar, schnell und entschlossen zu handeln, den haben wir erkannt. Euch allen nochmal ganz herzlichen Dank für die Unterstützung und es hat mir richtig Spaß gemacht. Danke.